Hey, hey, Oliver Schirmer hier. In diesem Video erhältst du 21 Tipps für ein besseres YouTube-Marketing. Du erfährst, wie deine Videos besser gefunden werden und wie du dadurch, ja, mehr Geld mit deinem Business verdienst. Viel Spaß beim Video. Ja, wie bereits erwähnt, möchte ich dir heute einige Tipps mit auf den Weg geben, wie du dein YouTube-Marketing verbessern kannst. Und ja, damit das Video nicht zu lang geht, möchte ich mich ganz kurz oder möchte ich mich einfach nur ganz kurz ja mit dem Warum beschäftigen und ja, wie du dir einen Account erstellen kannst, falls du das noch nicht hast, und dann auch sofort in die Tipps eingehen, weil, wie gesagt, ich ja möchte das Video relativ kurz halten. Warum ist es wichtig, dass du auf YouTube präsent bist? Ja, das zeigt einfach schon ja die Entstehungsgeschichte von YouTube beziehungsweise der Werdegang. Ja, wenn man sich verdeutlicht, dass YouTube mehr als 1 Milliarde Nutzer hat mittlerweile und das laut eigenen Angaben fast einem Drittel aller Internetnutzer entspricht, dann ist es ziemlich sicher, dass du dort auch deine Zielgruppe für dein Business findest. Die einzigste Frage, die du dir halt stellen musst, ist einfach, ja, ist meine Zielgruppe im Internet unterwegs? Und wenn sie im Internet unterwegs ist, dann wird sie sicherlich auch YouTube nutzen. YouTube ist mittlerweile nach Google die zweitgrößte Suchmaschine ja der Welt, und das ja auch zu Recht, weil was du hier an Tutorials und Anleitungen findest, das ist einfach, ja, das ist einfach der Hammer. Des Weiteren werden täglich auf YouTube Videos mit einer Gesamtdauer, ja, also von mehreren 100 Millionen Stunden wiedergegeben und Milliarden Aufrufe generiert, und das eben, wie gesagt, täglich. Ja, und des Weiteren erreicht YouTube halt ja eben die Nutzer im Alter von 18 bis 34 und darüber hinaus. Und wenn man sich mal die Anzahl der Stunden anschaut, die die Nutzer damit verbringen, ja, um sich auf YouTube eben Videos anzusehen, ja, dann ist das im Vergleich zum Vorjahr um 60% gestiegen, ja, und das ist das stärkste Wachstum seit 2 Jahren laut eigenen Angaben ja von YouTube. Und wenn man dann schaut, dass die tägliche Anzahl an YouTube-Nutzern seit März um 2014 um 40% gestiegen ist, ja, dann sieht man schon eigentlich ganz deutlich, welche Macht YouTube ja eigentlich hat und warum es Sinn macht, auf YouTube eben auch ja präsent zu sein. Okay, so viel dazu. Wenn du jetzt noch keinen eigenen Account hast, dann kannst du dir ganz einfach einen Account erstellen. Voraussetzung ist, dass du ein Google-Konto hast. Das heißt, du musst es als erstes ein Google-Konto anlegen, Google-Konto eröffnen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, einfach eine Google-Suche machen. Da findest du genügend ja, Anleitungen, Tutorials. Und dann, wenn dieses Google-Konto eröffnet ist, kannst du dich bei, das sieht man jetzt hier leider ein bisschen schlecht auf diesem Screenshot, findest du, wenn du auf www.youtube.de gehst, rechts oben ein blauen Button, da steht Anmelden drauf, da klickst du einfach drauf und kannst dann auf der linken Seite Kanal erstellen klicken. Und wenn du dann Kanal erstellen geklickt hast, dann öffnet sich ein weiteres Fenster, ja, wo du dann eben auswählen kannst, wie du den Kanal verwenden willst. Das bestätigst du dann einfach mit OK und dann erstellst du dir eben, wie gesagt, hier den neuen Kanal. Du vergibst hier ja den Kanalnamen, wie der Kanal heißen soll. Du kannst hier noch dann dementsprechend eine Rubrik auswählen, die Nutzungsbedingungen akzeptieren, indem du hier einen Haken reinsetzt, fertig klicken, und dann ist der Kanal eigentlich fast schon eröffnet. Das Einzige, was du jetzt noch tun solltest, ist eine Kanalbeschreibung. Das findest du über den Reiter Kanal Info, eine Kanalbeschreibung vergeben, dass einfach ja deine Leser bzw. deine Zuschauer einfach auch wissen, um was es in deinem ja, Kanal geht. Und dann ist der Kanal im Prinzip auch schon eröffnet. Und jetzt stellt sich ja dann auch die Frage, ja, welche Art von Kanal soll ich denn eigentlich eröffnen und was soll ich denn für Videos machen? Und da kommt es einfach drauf an, was deine Zielsetzung ist, ja. Letzten Endes, das gilt eigentlich fürs Internet im Allgemeinen und auch für YouTube, suchen Menschen grundsätzlich nach 2 Dingen im Internet. Entweder sie suchen nach ja, Informationen, ja, oder nach Unterhaltung, Entertainment. Und da ist einfach die Frage, wo du dich ansiedelst. Was machst du? Ja, bringst du
Den Leuten möchtest du es geschäftlich nutzen, denen Informationen bringen über deine Produkte, Dienstleistungen oder über Lösungswege, wie sie ja gewisse Probleme für sich lösen können? Oder bist du eher im Bereich Entertainment und Unterhaltung angesiedelt? Das musst du für dich entscheiden. Wichtig ist aber grundsätzlich einfach Folgendes, dass du ja Spaß hast an dem, was du machst, dass es dich fasziniert, was du tust. Und das ist eben einfach aus dem Grund von enormer Bedeutung, dass du ja du wirst nicht nur ein Video machen müssen, um über YouTube erfolgreich zu sein, sondern du wirst mehrere machen müssen und dann ist es einfach von enormer Bedeutung und wichtig, dass du ja dementsprechend ja über Dinge sprichst, die dich eben faszinieren, um einfach auch die Motivation hochzuhalten. Ja, und als nächster Punkt ist ja dann einfach die Frage, okay, welche Hardware benötige ich zu Beginn? Da sage ich einfach, wenn du jetzt anfängst, dass deine Handykamera grundsätzlich ja zu Beginn absolut ausreicht. Viel wichtiger ist es zu starten, ja, sich nicht mit der Technik erstmal zu beschäftigen, sondern einfach zu starten. Das andere kommt ja von ganz alleine. Auch ich verwende heute noch teilweise meine Handykamera, ja, und du siehst es auch an diesen Videos, dass es nicht darum geht, jetzt hochprofessionell Videos zu machen, sondern auch bei YouTube gilt einfach, dass es authentisch sein soll, ja, und dass da zunächst mal die Qualität, ja, der Informationen und die Unterhaltung im Vordergrund steht, dass die Qualität der Informationen von enormer Bedeutung sind und nicht, wie das Video jetzt dementsprechend aussieht. Natürlich sollte man immer darauf achten, dass man gut verstanden wird, dass, ja, natürlich ist eine gewisse Qualität hier schon wichtig, aber viel wichtiger ist es einfach mal zu starten und einfach sein Handy zu nehmen, die Message, ja, in die Kamera zu sprechen. Das reicht in der Regel schon vollkommen aus, zumindest, ja, für den Anfang. Dann ist noch die Frage nach der Software. Welche Software benötige ich? Was du haben solltest, ist zum Beispiel ein Editor zum Bearbeiten der Videos, wo du ja vielleicht mal gewisse Dinge rausschneiden kannst, wo du merkst, da hast du dich verhaspelt oder so, wobei ich ja vieles ja einfach auch drin lasse, weil es in dem Moment einfach, ja, weil es halt in dem Moment einfach so war und es eigentlich gar keinen Grund gibt, es rauszuschneiden. Jeder Mensch macht Fehler, jeder Mensch verspricht sich mal, ja, und ja, und davon leben die Videos auch, ja, und das macht das Ganze auch, finde ich, ein bisschen menschlich und aber trotzdem ist ein Videoeditor ja notwendig, um deine Videos eben einfach so zu bearbeiten, dass du für dich sagen kannst, okay, so möchte ich es ins Netz stellen. Da gibt es eben kostenlose und kostenpflichtige Angebote. Auch hier reichen die kostenlosen Angebote zu Beginn komplett aus. Ja, beim Mac ist, glaube ich, ich habe selbst kein Mac, deswegen weiß ich es nur von Erzählungen, dass dort das Programm iMovie mit beinhaltet ist, wo man eben seine Videos bearbeiten kann. Hier bei Windows, ja, da reicht der Windows Media Player komplett aus. Ja, da kannst du eben auch deine Videos schneiden, kannst Videos ja verändern, kannst Bilder dazufügen. Also reicht eigentlich im Prinzip komplett aus. Wenn du doch noch mehr haben willst, dann verwende ich zum Beispiel die Software von Magix Video Deluxe und von Filmora. Das ist von der Firma Wondershare ein Editor, wo ich die meisten Videos mit bearbeite. Es gibt Screen Capture Software. Falls du so wie jetzt hier dieses Video deinen Bildschirm abfilmen willst und irgendwelche Anleitungen den Leuten ja präsentieren möchtest oder eine PowerPoint-Präsentation abfilmen möchtest, da gibt es Software, die ist kostenlos auch und kostenpflichtig. Camtasia zum Beispiel ist da ja eine, die kostenpflichtig ist. Mit Magix Video Deluxe hast du zum einen den Editor, kannst aber auch einen Bildschirm abfilmen, ja, oder was ich zum Beispiel gern nutze, ist der Bildschirmrekorder von Apowersoft. Ja, die sind jetzt kostenpflichtig. Und wenn du aber in Google zum Beispiel eine Suche eingibst, gratis Screen Capture Software, dann wirst du dort auch ja viele kostenlose Varianten finden. Und welche da für dich dann eben einfach passt, musst du einfach für dich ausprobieren. Manche sind halt nur für 3, 4 Minuten Länge geeignet, weil du einfach nicht mehr aufzeichnen kannst. Wiederum andere sind bis 15 Minuten Länge. Aber da ist einfach für jeden was,
ja, dabei und man wird da auch fündig. Also gerade wenn du am Anfang nicht viel Geld investieren willst, dann hast du hier ja sehr, sehr gute Möglichkeiten, das Ganze auch kostenlos zu starten und das YouTube-Marketing eben dementsprechend kostengünstig zu halten. Okay, aber jetzt möchte ich dann ja gleich auch schon zu den Tipps kommen, die ich am Anfang ja dir versprochen hatte. Es geht zum einen darum, möchte ich dir Tipps für den Inhalt geben. Ich möchte dir aber auch Tipps geben, wie du es schaffst, dass deine Videos besser gefunden werden. Ja, zunächst mal ist ganz wichtig, und das ist Tipp Nummer 1, dass du dir ein klares Ziel setzt mit dem Video. Ja, dass du dir darüber Gedanken machst, was die Message ist, worüber willst du sprechen. Meine Empfehlung ist nicht, ich habe am Anfang, das hat sehr, sehr viel Zeit gekostet, mir lange Skripte geschrieben, ja, wo ich dann ja das nahezu wortwörtlich, was ich sagen wollte, aufgeschrieben habe. Heute mache ich mir einfach nur noch Stichpunkte oder eben solche Leitfäden wie diese hier, wo ich einfach ja, Stichpunkte aufschreibe und dann eben meine Gedanken zu diesen Punkten, die ich für wichtig erachte, dann eben mit den Zuschauern teile. Warum mache ich das so? Aus einem ganz einfachen Grund, weil das bin ich und es gibt natürlich Menschen, die kommen mit meiner Art nicht klar. Ich habe schon Videos gesehen, die fand ich nicht so besonders toll. Und darauf kommt es aber auch gar nicht an. Es kommt einfach darauf an, dass du bist und dass du Spaß an der Sache hast und dass du es so machst, wie es sich für dich gut anfühlt und dass du wirst auch die Zuschauer dann dementsprechend bekommen, die das genau so sehen. Ein ganz wichtiger Punkt ist die ersten 10 Sekunden, dass du das Ganze anteaserst, das Video, dass du einfach kurz sagst, okay, um was es ja in dem Video geht, was die Zuschauer erwartet. Ja, und wenn es dir gelingt, dann noch für Aufmerksamkeit zu sorgen, dass die Leute auch dranbleiben, dann ist es wichtig, weil die ersten 10 Sekunden sind oftmals entscheidend, ob jemand sich das Video anschaut oder dann eben wegklickt und zu einem anderen Video rüber switcht. Punkt Nummer 3, die Länge des Videos ist zweitrangig. Ja, so als Faustregel ist es einfach so, weil oft werde ich gefragt, soll ich lange Videos machen, kurze Videos. Letzten Endes ist es einfach so, alles ist erlaubt, ja. Was für deine Zuschauer okay ist, ja. Und letzten Endes kommt es bei YouTube auf die Watchtime an, also auf die Zeit, wo die Leute auf deinen Videos verbringen. Ich mache ein Beispiel, wenn YouTube jetzt zum Beispiel merkt, du hast ein 20-Minuten-Video und die Hälfte der Zuschauer geht nach Minute 1, verlässt das Video, dann merkt YouTube, dass vielleicht das Video nicht ganz konkurrent mit dem Suchbegriff ist. Und dann hast du natürlich dementsprechend ein schlechteres Ranking. Wenn aber, ich sag mal, Suchbegriff und die Dauer der Besuchszeit, also der Watchtime auf dem Video, umso besser wie die miteinander zusammenpassen, merkt YouTube einfach, okay, das Video ist von großer Bedeutung. Also umso länger die Zuschauer auf deinen Videos verweilen, umso besser ist das Ganze dann. Ja, und ob die jetzt dann eher kurz sind oder eher lang, das kommt zum einen aufs Thema drauf an und eben halt dementsprechend auf deine Zuschauer. Und das ist einfach so ein Tipp, was ich eigentlich immer mit auf den Weg gebe. Du musst es einfach für dich analysieren. Ja, ich habe schon so viele Ratschläge ja, gelesen, bekommen, die ich dann umgesetzt habe, die bei mir einfach eben zu anderen Ergebnissen geführt haben, wie bei den Personen, die mir die Ratschläge gegeben haben. Und deswegen ist es ganz einfach wichtig, und es gilt eigentlich für alles, was du im Internet machst. Du musst es für dich testen. Was funktioniert bei dir? Wie ist dein Publikum? Wie verhält sich dein Publikum? Und das ist einfach viel wichtiger, dass du da ja, für dich ein Gespür für dein Publikum kriegst. Punkt 4, sorge dafür, dass du ja viele Besucher bekommst, dass du Views hast, dass du Interaktionen hast. Das fängt halt damit auch an, dass, ja, wenn du einen Kommentar bekommst, dass du ja auf den Kommentar antwortest, ja, dass du mit den Besuchern deines Videos, dass du da eben einen Austausch hast und dass deine Videos dann eben halt gut gerankt werden, damit du eben ja gute Besucherströme bekommst und dass du eben halt gute Views bekommst. Punkt 5, finde heraus, was deine Zuschauer wollen. Und da kannst du einfach hergehen und kannst die Zuschauer einfach mal fragen. Ja, du kannst sie fragen, okay, was wollt ihr? Wo kann ich euch noch besser unterstützen? Und was du natürlich auch nutzen solltest, ist die Analytics-Funktion. Ja, bei YouTube, kann dir das gerne mal hier kurz anhand meines Accounts zeigen. Wenn du jetzt zum Beispiel hier findest du unter der Rubrik Analytics
Ja, zum einen Übersichten, ja, Berichte zu deinen Abonnenten und so weiter. Und du siehst auch hier so die Aufrufe, ja, und kannst jetzt einfach mal analysieren, okay, was hat jetzt zum Beispiel dieses Video, was habe ich dort gemacht? Ja, was zu diesem Erfolg geführt hat, einfach das Video mal zu analysieren, zu schauen, okay, was habe ich dort gemacht, was eben dazu führt, dass das Ganze eben sehr, sehr oft angeschaut wird. Ja, also das ist so ein Thema. Schau dir einfach mal an, was ist bei den nicht so guten Videos, ja, und was ist bei den guten Videos, worin unterscheiden die sich. Ganz wichtiger Punkt ist, verwende Call to Actions, ja, zum Beispiel, ja, abonniere den Channel, like den Channel, sag einfach deinen Zuschauern am Ende des Videos, was sie machen sollen, ja, was sie tun können, wo sie weitere Infos finden. Einfach, ja, damit sie nicht jetzt einfach weiterziehen, ja, zum nächsten Video, sondern dass sie einfach, ja, dass sie weiter in, dass sie bei deinen Kanal abonnieren, ja, damit du weiter mit ihnen, ja, ich sag mal, kommunizieren kannst. Tipp 7, nutze Links im Video. Ja, das kannst du zum Beispiel über die Funktion machen, wenn du auf dein Video gehst. Ich mache jetzt einfach mal hier den Videomanager kurz auf und gehe jetzt hier einfach mal auf Bearbeiten. Dann kannst du hier, findest du hier oben die Möglichkeit, Anmerkungen, ja, zu vergeben. Und wenn du jetzt hier Anmerkungen auf Anmerkungen gehst, kannst du hier, jetzt muss ich kurz das pausieren. Dann kannst du hier zum Beispiel einen Hinweis vergeben. Ja, kannst hier zum Beispiel reinschreiben, abonnieren. Ja, kannst also den Call to Action quasi so, kannst es hier irgendwo hinziehen, kannst den Call to Action quasi ja über so eine Schaltfläche machen. Kannst hier dann einen Link einfügen. Kannst sagen, wann soll dieses Feld hier auftauchen und bis wann. Ja, du kannst hier auf andere Videos verweisen, auf Abonnieren zum Beispiel. Und so solltest du einfach dementsprechend auch diese Möglichkeit nutzen, dass wenn jemand hier draufklickt, dass er dann gleich quasi deinen Channel abonnieren kann. Ja, dann ein ganz wichtiger Punkt ist Kontinuität, dass du regelmäßig ja die Videos hochlädst. Also viele sagen, okay, machst du einen bestimmten Tag. Ich bin mittlerweile so, dass ich sage, es muss einfach Spaß machen, es muss so sein, wie ich bin. Und ich lade eigentlich unregelmäßig, ja, also zu verschiedenen Zeitpunkten Videos hoch. Was ich aber regelmäßig mache, ist, dass ich regelmäßig Videos hochlade, ja. Und da solltest du einfach auch ansetzen, dass du dir vielleicht ein Ziel setzt, okay, 2 oder 3 Videos die Woche und die dann, wenn möglich, ja, zu einem festen Zeitpunkt auch, dass deine Zuschauer wissen, okay, dann, also montags kommt zum Beispiel immer ein Video um 1 oder donnerstags oder freitags oder wie auch immer, ja. Aber wie gesagt, der Spaß soll da nicht drunter leiden. Wichtig ist, dass du ja dementsprechend halt deine Videos auch dann hochlädst, ja. Und wenn das jetzt mal zum Beispiel einen Tag später ist, dann ist das aus meiner Sicht auch nicht unbedingt schlimm. Achte auf gute Thumbnails. Thumbnails sind die Anzeigenbilder vom Video, die du siehst, wenn dein Video jetzt in der YouTube-Suche zum Beispiel gelistet ist. Und das sollte einfach ansprechend sein, ja. Und das entscheidet nämlich oft darüber, ob jemand überhaupt das Video erstmal anklickt, ja, oder nicht. Auch hier musst du einfach ausprobieren, was funktioniert, ob es eher so ein bisschen ein schockierendes Bild ist, was zum Video passt, oder ob du es vielleicht ein Call to Action sogar gleich in das Bild mit einbaust. Hier einfach ausprobieren. Und aber man kann eigentlich so sagen, umso auffälliger das Bild ist, umso größere Chancen hast du auch, dass dementsprechend das Ganze auch angeklickt wird. Wie ich vorhin schon gesagt habe, will ich gar nicht groß drauf eingehen, kommuniziere mit deinen Zuschauern, ja, antworte auf Kommentare, geh in Interaktion mit deiner Community, tausch dich aus, weil so erfährst du auch, wo deine Zuschauer das Problem haben, wo deine Zuschauer mehr Input brauchen. Dann achte darauf, dass dein Keyword, ja, also dein Hauptkeyword, welches du recherchiert hast, wo du sagst, okay, unter diesem Suchbegriff will ich gefunden werden, dass dieses Keyword im Titel steht, ja, und natürlich muss das Keyword auch sollte das Keyword auch mit dem Inhalt des Videos übereinstimmen. Das könnte dann so aussehen, dass du zum Beispiel, nehmen wir mal das Keyword Online-Marketing, ja, dann setze einfach den Titel aus 2 Teilen zusammen. Am Anfang Online-Marketing, ja, im Titel, dann machst du zum Beispiel einen Bindestrich und dann suchst
suchst du dir ein Longtail-Keyword. Zum Beispiel könnte das jetzt sein, wie du ja durch Online-Marketing Geld verdienst. Ja, einfach, dass du quasi das aufsplittest in einen Teil, wo einfach das Keyword drin ist und dann quasi ein Longtail-Keyword rausmachst, so eine Keyword-Phrase, wo einfach nochmal beschreibt, um was es in dem Video geht. Okay, Tipp Nummer 12, Tags verwenden. Das sehe ich immer wieder, dass Tags ganz selten vergeben werden. Hier ist einfach wichtig, dass du dir bei der Vergabe der Tags, du kannst es entweder über den Google Keyword Planner recherchieren, nach was suchen die Leute. Du kannst es über die Google Suche machen. Ja, einfach, dass du dir mal die Frage stellst, okay, nach was suchen denn meine Zuschauer nach welchem Suchbegriff würdest du suchen, ja, damit dann eben der Inhalt deines Videos angezeigt wird, ja. Denk einfach an deine Zielgruppe, was würden die in das Suchfeld eingeben? Und das kannst du wunderbar mit dem Google Keyword Planner machen. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil da kann man separate Videos dazu machen. Findest du auch hier auf meinem Kanal ein Video zu. Oder einfach mal Google Suche machen, Keyword Planner Tutorial. Also da findest du gute Möglichkeiten. Und was auch ein ganz, ganz guter Punkt ist, wenn du dir diese ganze Sucharbeit ein bisschen ersparen willst, dann kannst du zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach mal hier auf die YouTube-Suche gehen, ich gebe jetzt einfach mal zum Beispiel erfolgreich, ja, einfach erfolgreich verkaufen oder Erfolg einfach mal hier ein, ja. Dann bekommst du ja hier ja Top-Videos, also die Top-Videos angezeigt, weil die sind gut gelistet. So, und jetzt könntest du einfach hergehen, könntest dir die ersten drei, wo du sagst, okay, die ersten drei, die sind top gelistet, die machen ja irgendwas richtig. Ich klicke einfach mal drauf und geh dann einfach mal her und mach hier rechte Maustaste und dann findest du hier Seitenquelltext anzeigen. Das kann je nach Computer unterschiedlich sein. Dann kannst du hierher gehen und gibst die Tastenkombination Steuerung F ein und dann steht hier schon drin, also normalerweise ist das frei, bei mir steht es jetzt schon drin, und dann gibst du hier einfach mal ein Keyword und drückst Enter und dann kommt hier, wird dir quasi jetzt hier die Keywords angezeigt, die Person für dieses Video ja vergeben hat. Ja, und dann siehst du hier zum Beispiel, wie erfolgreich werden, und jetzt könntest du einfach diese rauskopieren und könntest die ja für dich verwenden. Ja, und so kannst du das für die ersten drei, also würde ich empfehlen, die ersten drei Videos machen, dann siehst du genau, ja, mit welchen Keywords die drei erfolgreichen Videos gearbeitet haben. Das gleiche kannst du dann dementsprechend auch für Tag machen. Ja, dann siehst du hier die Tags, die eben für dieses Video verwendet wurden. Ja, okay, soweit hierzu. Dann ist natürlich wichtig, um gefunden zu werden, um dein Video bekannter zu machen, ist natürlich sinnvoll, das Ganze auch auf anderen sozialen Netzwerken zu teilen. Da findest du ja unterhalb des Videos die Teilen-Funktion, kannst es direkt dort rausmachen oder dann dementsprechend halt einfach den Link kopieren und ja händisch quasi ja manuell quasi auf den einzelnen Netzwerken verteilen. Ja, Joint Ventures auch immer eine gute Möglichkeit, ja, Freundschaften zu anderen Kanälen aufbauen, zu den Inhabern anderer Kanäle, sich gegenseitig Interviews geben, ja, gegenseitig für einen Kanal werben, so bekommst du natürlich dann auch eine viel größere Reichweite. Aber bei allem SEO hin oder her ist meiner Meinung nach immer noch Mehrwert ja die beste Suchmaschinenoptimierung, weil wenn du guten Content lieferst, ja, und dafür sorgst, dass einigermaßen deine Videos gefunden werden, dann wird sich das früher oder später durchsetzen, das wird sich früher oder später rumsprechen, und davon, ja, bin ich nach wie vor felsenfest überzeugt, weil das wird die Runde machen, ja. Dann solltest du natürlich zu Themen Videos machen, nach denen überhaupt gesucht wird, ja, es nützt nichts, ich sage jetzt mal, zum Thema Eisenbahn ein Video zu machen, wenn ja zum Thema Eisenbahn gar nichts gesucht wird. Also das macht dann eben halt auch keinen Sinn. Ja, und dann habe ich ja dir vorhin schon gesagt, dass es auf die Watchtime ankommt, und deswegen solltest du einfach versuchen, deine Absprungrate so gut es geht zu reduzieren, dass
Du solltest dahin kommen, dass du denn in der Beschreibung ja den Inhalt so gut wie möglich wiedergibst, dass deine Keywords dementsprechend halt und deine Tags auch wirklich zum Inhalt passen, so dass wenn jemand zum Beispiel erfolgreich verkaufen eingibt, ja, dass es in dem Video auch um erfolgreich verkaufen geht, dass die Person quasi länger auf dem Video verbleibt, weil umso länger die Person auf dem Video bleibt, umso besser ist das für dein Ranking. Im umgekehrten Fall ist, wenn eine Person drauf geht, nach 10 Sekunden, 15 Sekunden das Video wieder verlässt, dementsprechend ist das natürlich dann auch schlechter für dein Ranking. Dann solltest du für Verlinkungen sorgen, ja. Aber hier verwende keine gekauften Links oder gekauften Views oder gekauften Abos. Das macht alles, wird nicht wirklich viel Sinn, weil ich weiß, es gibt viele im Netz da draußen, die sagen, das macht sehr wohl Sinn, aber ich bin der Meinung, Google und YouTube wissen ja sehr wohl, ob ein Besucher real ist oder nicht, allein schon anhand von der Watchtime wieder, wenn du jetzt halt, ich sag mal, 10.000 Views kaufst, ja, und von den 10.000 Views hat nicht mal oder haben 9.900 nicht mal 10 Sekunden auf deinem Video verbracht, dann ist das eher kontraproduktiv, als das deinem Erfolg dient. Ja? Und ich hoffe, das macht für dich genauso viel Sinn wie für mich. Deswegen sorg dafür, dass du Links aufbaust, aber dass es oder dass du halt Views auch aufbaust und Abonnenten gewinnst, aber halt auf einem natürlichen Wege. So, Tipp 19, ja, beschreibe klar, um was es in deinem Video geht, und da ist dann auch sinnvoll, dass deine Keywords drin vorkommen, ja, dass das Hauptkeyword in der ersten Zeile drin steht, dass du vielleicht einen Link hinterlegst, wo die Person weitere Informationen bekommt, und dass du eben so genau und präzise wie möglich beschreibst, um was es im Video geht. Das ist zum einen ist es gut für das Ranking, ja, und zum anderen ist es auch gut für den Zuschauer, dass er im Vorfeld einfach mal, wenn er denn das will, ja, überfliegen kann, ob das Video überhaupt für ihn relevant ist. Eine gute Beschreibung sollte so zwischen 150 und 250 Wörter liegen. Das ist so, wo ich einfach die besten Erfahrungen mitgemacht habe. Dann kannst du, mache ich auch noch zu wenig, dann kannst du die Transkription-Funktion nutzen. Das hat halt den Vorteil, dass durch dieses Transkription weiß halt auch YouTube noch besser, um was es in dem Video geht. Und was halt dann, das ist Tipp 21, was halt das A und O ist, ist einfach, dass du immer und immer wieder ja das optimierst. Das kannst du ja über die Analytics-Funktion in deinem YouTube-Konto machen oder über den Abonnentenreport kann ich dir auch kurz zeigen. Wenn wir einfach mal hier auf, ja, muss wieder kurz auf meinen Kanal. Wenn du einfach jetzt mal hier schaust, unter Statistiken zum Beispiel Analytics, so, jetzt haben wir es. Unter Analytics findest du ja hier schon in der Übersicht ja sehr, sehr viele Daten. Ja, du hast aber auch hier die Möglichkeit, bei Abonnenten zum Beispiel zu schauen, okay, woher kommen denn die Abonnenten? Kommen die von anderen Kanälen? Kommen die von anderen Videos? Je nach Zeitraum, dann siehst du halt hier sehr gut. Könnte jetzt hier mal zum Beispiel, ja, einfach mal den letzten Monat machen. Mal schauen, was hier so angezeigt wird. Du siehst also, dass hier drei Abonnenten über andere Videos kamen. Also wurden an der Seitenleiste angezeigt oder ja auf dem Kanal von jemand anderem. Und dann gibt es halt, wenn du dir diese ganzen Dinge einfach mal anschaust, ja, oder auch hier in der Übersicht, dann siehst du sehr gut, woher zum Beispiel deine Besucher kommen. Ja, wer schauen überwiegend Frauen oder überwiegend Männer deine Videos? Kommen die von von externen Webseiten, ja, was hier jetzt zum Beispiel 18% ausmacht, von der YouTube-Kanalseite, von der YouTube-Wiedergabe. Also du bekommst dann dafür quasi ein Gespür, ja, woher deine Zuschauer kommen, und kannst dementsprechend natürlich auch deine Videos dahingehend dann halt dementsprechend auch optimieren. Ja, und dann habe ich noch für dich einen Gameplan. Wie kannst du jetzt anfangen? Schritt 1, ja, also wenn du jetzt halt startest, mach eine Keyword-Recherche, finde dein Haus.
Hauptthema, ja, und finde dann ja eine Nische in diesem Thema, ja. Also zum Beispiel, wenn dein Hauptthema jetzt hat für das Video ist Online-Marketing, dann such dir einfach eine Nische, zum Beispiel, wie man mit Online-Marketing Geld verdienen kann, ja. Und diese Phrase ist dann quasi dieses Longtail-Keyword. Und schau einfach, dass du das quasi so aufteilst, dass du eben, wie gesagt, in deinem Titel das Hauptkeyword drin hast, aber auch ein Longtail-Keyword. Du kannst in Foren suchen, ja, zu deinem Thema einfach mal schauen, okay, was haben die Leute da für Probleme, wo kannst du helfen, du kannst Amazon die Bücher ja durchschauen, die Inhaltsverzeichnisse, einfach mal schauen, okay, mit welchen Keywords arbeiten die so, du kannst Wikipedia nutzen, die Google-Suche an sich, ja, gibt ja auch immer sehr, sehr viel Aufschluss, wenn du jetzt einfach mal hier drauf gehst, zum Beispiel www.google.de. Und jetzt geben wir einfach mal hier ein Online-Marketing. Dann siehst du hier, dass auch schon hier Vorschläge kommen. Oder wenn du nach unten scrollst, findest du auch hier ja, Online-Marketing-Weiterbildung. Also das heißt, du findest dann dort eben weitere Keywords, mit denen du ja arbeiten kannst. Schritt 2 ist dann, sich einfach mal die Frage zu stellen, wer ist eigentlich mein Zielpublikum, wer ist meine Zielgruppe? Ja, in welchem Alter bewegen die sich, welches Geschlecht haben die, welche Arbeit gehen die nach, was sind die Probleme, was sind die Ängste, was sind die Sorgen dieser Zielgruppe, ja, und einfach dann daraus für sich einfach mal ein Ziel abzuleiten, okay, was will ich denn eigentlich mit meinem Kanal erreichen, ja, bei mir ist zum Beispiel alles, was ich im Internet mache, darauf abgezielt, Leads zu generieren, ja, Traffic für meinen Blog, ja, zu bekommen und ja, Verkäufe zu erzielen, kann zum Beispiel ein Ziel sein. Bei mir ist es einfach, wie gesagt, geht es darum, Traffic für meinen Blog und eben dementsprechend Leads zu generieren, weil den Verkauf, das findet dann bei mir quasi übers E-Mail-Marketing statt. Und dann ist eben ja, mein Tipp: Videos erstellen, 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 erstellen. Ja, setz dir einfach ein Ziel, wie viele Videos du die Woche erstellen willst und ja, zieh's durch, ja, erstell Videos, lern dazu, analysier das Ganze, optimier es immer und dann wirst du auch ja langfristig sehr, sehr erfolgreich sein. Okay, ich hoffe, dass diese Tipps ja für dich hilfreich waren. Wenn du oder wenn dieses Video dir weitergeholfen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like hinterlässt, einen Kommentar hinterlässt, meinen Channel abonnierst oder das Ganze ja, Freunden, mit deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du ja auf www.oliverschirmer.de oder in meinem Newsletter. Die Links stelle ich dir unterhalb des Videos bereit. Ich würde mich freuen, ja, dich als Abonnent meines Kanals ja begrüßen zu können und in diesem Sinne hoffe ich, dass die Tipps für dich jetzt ja sehr hilfreich waren. Ich wünsche dir ja alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.